die Spindel, das Schiffchen und die Nadel. Es war einmal ein nettes Mädchen, das verwaist war. Es hatte kein anderes Erbe als eine Spindel, ein Schiffchen und eine Nadel. Es lebte in einer abgelegenen Hütte im Wald. Sie war arm, aber sehr fleißig und lernte weben und nähen. Da es schön arbeitete, verdiente es mit der Spindel, dem Schiffchen und der Nadel seinen Lebensunterhalt. Einmal kam ein junger Prinz ins Land, der heiraten wollte. Er fragte überall nach, wer das schönste und fleißigste Mädchen des Landes sei. Viele reiche und edle Mädchen wurden ihm vorgestellt, aber niemand dachte an die junge Spinnerin. Nicht so die täglichen treuen Helfer. Die Spindel sprang aus der Hand des Mädchens, rannte durch den Wald und zog einen langen goldenen Faden hinter sich. Das Schiffchen blieb vor der Tür stehen und webte einen wunderschönen Teppich. Die Nadel begann einen verrückten Tanz zwischen den Fingern des entsetzten Mädchens und nähte die Tischdecken, Vorhänge und Kissen mit großem Eifer. Die arme Hütte wurde bald fröhlich und freundlich. Dem goldenen Faden der Spindel folgend, kam der Prinz bald zu der Hütte. Das niedliche Häuschen des fleißigen Mädchens gefiel dem Prinzen so sehr, dass er für immer dort blieb. Vielleicht leben sie noch heute, wenn sie nicht gestorben sind.